Moin zusammen, herzlich willkommen hier auf Gut Horn. Wir dürfen uns zunächst eben vorstellen. Mein Name ist Hans-Georg Frers. Ich bin hier der Eigentümer des Gutes seit 2006. Und hier ist meine Partnerin, Frau Renate Franz, Moin. die sich um den ganzen Veranstaltungsbereich und so weiter hier kümmert. Ja, wir befinden uns hier auf der alten Allee von 1858, die direkt auf das Herrenhaus zuführt. Diese Allee ist seinerzeit gepflanzt worden, zu dem Zeitpunkt, als auch das Herrenhaus 1858 errichtet wurde. Wir befinden uns hier in der Eingangshalle des Herrenhauses und dieses Gebäude wird nur privat genutzt. Wir überlassen Ihnen aber hier heute ausnahmsweise gerne mal einen Blick auf die alten Wandmalereien. Diese Wandmalereien sind freigelegt worden im Zuge der Renovierungsarbeiten 2006. Und wir haben uns seinerzeit für die ursprüngliche Fassung der Malereien im Stil des Historismus entschieden. Die Malereien sind alle aus dem Jahre 1858. Hier sind wir im Gartenbereich des alten Herrenhauses. Hinter mir das alte Waschhaus, 1858 im Zuge des Neubaus des Herrenhauses gebaut wurde. Wenn wir noch weiter in die Historie zurückgehen wollen, befinden wir uns hier an dieser Stelle, wo der alte Bergfried gestanden hat. Diese Steine rühren vom Boden des alten Bergfrieds her. Und man hat diese bei Ausgrabung 1954 hier gefunden. Diese Brücke führt über die alte Graft. Diese Graft ist das älteste Bauwerk, was wir hier auf dem Grundstück haben. Und zwar ist diese Graft errichtet worden als Burggraben, der früher das gesamte Gebäude umschlossen hat, auch in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Hinter mir ein Gebäude aus der jüngeren Zeit. Das Mausoleum ist aus dem Jahre 1934. Es wurde an einer Stelle errichtet, wo früher einmal die Kapelle Thorhorn gestanden haben soll. Diese Kapelle wurde auch erstmalig erwähnt in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Jetzt möchte ich Ihnen unseren Veranstaltungsbereich zeigen. Hier vorne haben wir unseren sogenannten Hochzeitsgarten. Hier finden Trauungen statt bei gutem Wetter, bei Sonnenschein. Bei schlechterem Wetter machen wir dies in der Orangerie. Das kann man sich dann eben aussuchen, wo das stattfinden soll. Ja, hier haben wir noch einen weiteren Veranstaltungsort. Das ist unsere Scheune, wo hier regelmäßig Hochzeiten stattfinden an den Wochenenden oder auch mal Firmen-Events. Und auch wenn die Gezeitenkonzerte oder der musikalische Sommer hier zu Gast sind, finden diese Konzerte hier in diesem Raum statt. Auch während der Landpartie, bei dem ja, wir ja 100 Aussteller auf dem Hof haben, die jedes Jahr Ende September stattfindet, wird hier ein Aussteller seine Waren präsentieren. Ja, diesen letzten Ort haben wir uns ausgesucht, um Ihnen den Eingangsbereich zu zeigen. Dies ist der Zugang zu unserem Veranstaltungsbereich, wenn Sie hier ankommen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns einmal besuchen. Ja, ganz meinerseits. Wir hoffen, dass Sie Spaß an unserer kleinen Führung hatten hier auf Gut Horn. Wir laden Sie ein, uns hier auf Gut Horn einmal zu besuchen und einmal in den Bereich unserer Veranstaltung, vornehmlich die Landpartie, auch die Konzerte, die hier abgehalten werden, zu besuchen. Weitere Informationen gerne auf unserer Homepage. Vielen Dank.